Gummo, Galli Grü und willkommen zurück zur Switch-Beta von Inazuma 11 Victory Road. Ja, und heute haben wir tatsächlicherweise ein relativ großes Update auf mein gestriges Video. Falls ihr euch erinnert, ja, da ging es ja um das Ende der Switch-Exklusivität zu genau dieser Beta hier. Und ich glaube, ich muss es nicht nochmal erwähnen, aber ich sag's trotzdem. Heute um 16.59 Uhr endet die Möglichkeit des Downloads für genau dieses Spiel hier. Und wie es weitergeht, dazu kommen wir nämlich heute, denn endlich haben sich die Offiziellen von Level 5 hierzu geäußert, wie es mit dem Release der PS4, PS5 und Steam-Version weitergeht. Und nicht nur das, es geht sogar noch weiter, und zwar gucken wir uns heute an die generelle Laufzeitlänge für diese Beta. Wie lang die geht und all das und vieles mehr in diesem Video. In diesem Sinne, kommen Sie sehr gerne heran mit einem geheiligten Daumen nach oben, um dieses Video zu unterstützen. Vielen Dank für Support, meine Brudingos. Abonniert sehr gerne den Kanal und aktiviert die Ehren-Abo-Klingel für die heiligen Kicks. Lasst uns reinsteigen, würde ich sagen, und zwar in genau diesen Account, Inazuma 11 Series. Falls ihr immer noch nicht folgt, dann tut es right now, denn heute gab es zwei neue Tweets tatsächlicherweise. Schauen wir uns den hier mal zuerst an. Hier geht's legit so ein bisschen darum, von wegen, dass man die Beta-Test-Demo halt bis, ne, roundabout 17 Uhr runterladen kann. Kämpfe online im Wettkampfmodus und spiele den Beginn einer neuen Geschichte im Story-Modus. Version 1.1, also die gleiche Experience wie auch vor, keine Ahnung, knapp einem Monat oder so, als die, das Update zur Beta endlich gedroppt ist. Geupdatet wird die Switch-Version ja leider nicht mehr. Das ist ja ein bisschen cringe. Aber das hier unten ist sehr interessant, denn wir kommen hier natürlich sofort zum, Bereich, zur Area, ne? Worüber es auch gestern so ein bisschen ging, worüber ich ja auch so ein bisschen getalkt hatte, und zwar, wie lang wird diese Beta wohl gehen? Das heißt ja, eine bestimmte Periode nach eben der Beendigung des Downloads aus dem eShop wird dieses Spiel spielbar sein für eine gewisse Periode. Und genau diese gewisse Periode ist eben der 30. September, 23.59 Uhr zu japanischer Zeit. Also ich würde auch hier sagen, ich würde auch hier davon ausgehen, 16.59 Uhr zu zentraleuropäischer Zeit, zu deutscher Zeit. Also bis zum 30. September 16.59 haben wir Zeit, dieses Spiel hier auszukosten. Und zwar auf allen Plattformen. Nicht nur auf der Switch, sondern natürlich auch auf allen anderen, die kommen werden. Und ich glaube, im nächsten Tweet geht es da auch so ein bisschen drum. Denn wenn wir hier mal hochscrollen, bam. Endlich haben sie sich geäußert. Und das ist genau das, meines Wissens nach, was ich im letzten Part gesagt habe. Ich glaube, es gab sogar auch einige hier in den Kommentaren, die sich dazu geäußert hatten. Und zwar, well, es ist genauso, wie ich das assumed habe. Nintendo und Level 5 scheinen so einen kleinen Contract, so einen kleinen Vertrag angesetzt zu haben, in dem das Spiel halt Switch-exklusiv bleibt. Also der Download der Beta, der Switch-Beta bleibt exklusiv den Nintendo-Konsolen vorbehalten, der Switch-Familie. Und das ändert sich ab heute nämlich, denn hier mit diesem Tweet hat es angefangen, dass endlich auch über den Release der anderen Version gesprochen werden darf. Ich glaube, sowas ist es nämlich. Es gab eine gewisse, Abmachung zwischen Nintendo und Level 5. Das Spiel darf erstmal nur auf der Switch promoted werden. Klar, natürlich hat sich auch Inazuma 11 Series und ich glaube auch Mr. Hino dazu geäußert, dass bald der Release der anderen Version ansteht, aber es wurde noch nie so direkt darüber gesprochen wie jetzt hier. Und das ist ja erstmal based, denn sie planen die Beta-Test-Demo von Inazuma 11 Victory Road im Juli, okay? Wir haben einen Monat im Juli auf PS5, PS4 und Steam zu veröffentlichen. Weitere Einzelheiten zum genauen Datum und zur genauen Uhrzeit erfahren wir bald, was auch immer bald bedeutet. Aber endlich haben wir mal einen gewissen Zeitraum. Und ha, ist schon so ein bisschen komisch, dass sie
endlich anfangen dürfen, darüber zu reden, bevor das Spiel aus dem eShop entfernt wird. Denn ich nehme das gerade zum Zeitpunkt auf, wo das Spiel noch im eShop verfügbar ist zum Download. Wer weiß, über was sie tweeten werden und was sie ankündigen werden, wenn das Spiel nicht mehr im eShop ist. Ne? Kann sein, dass sie halt die Hunde so richtig ab Juli rauslassen oder vielleicht sogar schon ab 17 Uhr rauslassen. Könnte sehr gut sein. Hier auch das Promo-Bild, na klar, es ist sehr lecker, es sieht sehr schön aus und ja, ich habe es ja auch schon angekündigt, ich werde die Steam-Version spielen, PS5, PS4 habe ich ja nicht, daher gehe ich full auf Steam. Und mal gucken, was wir da so alles machen werden. Ich denke, wir werden jeden Modi zeigen, ne? Online-Mode und vielleicht werde ich es sogar hinbekommen, I don't know, so ein kleines Vergleichsvideo oder so, da bin ich aber noch nicht so ganz überzeugt von, ne? Steam-Version versus Switch, was ist so alles möglich? Weil mein PC ist auch nicht der beste. Ich habe nach wie vor eine GTX-Grafikkarte. Und ich weiß nicht, wie das Spiel mit GTX-Karten umgehen wird. Ich denke, das ist dann eher für RTX-Grafikkarten von Nvidia optimiert. Oder ne, das Gegenstück von AMD. So oder so. Ich werde die Steam-Version spielen, zeigen. Story-Modus wird definitiv gespielt. Vielleicht wird da ein Stream zukommen auf Random Kai. Da müssen wir mal schauen. Macht Sinn, weil die Beta, also der Story-Kapitel geht schon ein bisschen. Ich denke, da werden wir auch ein bisschen durchrushen tatsächlich. Und ich habe die das Beta-Kapitel 1 noch, also ich habe das seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Es wird Zeit, würde ich sagen. Und apropos, es wird Zeit. Wir kommen jetzt zu Mr. Hino. Denn der hat auch so ein bisschen nochmal zusammengefasst, was eben der Account hier getweetet hat. Und wir schauen uns das an. Ne? Wir schauen uns das nämlich an. Hier haben wir nämlich den Aal. Gehen wir rein. Wir können die Beta-Test-Version nicht mehr spielen, okay? Wenn ihr das Video seht, es ist vorbei, okay? Die Switch-Version, sie ist gestorben. RIP und F geht raus. Ne? Klar, auch der Switch-Beta-Zeitraum wird bis Ende September gehen. Das ist für alle Plattformen so gemeint. Um das nochmal hier in aller Klarheit zu sagen. Auch wenn der Download der Switch-Version entfernt ist, wird es bis Ende September gehen, okay? Die Laufzeitlänge der Server, die werden bis zum 30. September on sein. Und ganz ehrlich, finde ich schon sehr, sehr lang. Aber ich glaube, so viel Zeit muss auch sein, um eben Feedback für die anderen Plattformen einzufangen. Das sind jetzt knapp 2 Monate oder so, roundabout, die diese Leute noch Zeit haben, das Spiel auf allen anderen Plattformen zu spielen. Naja, anyway, ne? Was Mr. Hino getweetet hat. Wir können es bis Ende September spielen. Also noch nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auch die PS- und Steam-Version sollen im Juli erscheinen. Freut euch darauf. Also ja, mein Guess war ja so ein bisschen, dass, I don't know, wir vielleicht sogar schon im Juni Infos bekommen, genauere Infos, das Release-Date zu diesen Versionen hier, weil ganz ehrlich, ich weiß auch, to be honest, gar nicht, was denn da noch so großartig fehlt, um sie zu releasen. Ich glaube, sie scheinen ready zu sein dafür. Ich glaube, es gibt noch kleine Anpassungen und dann aber raus damit. Raus damit, weil es wird Zeit. Das Spiel muss ja auch irgendwann rauskommen und es gibt mir ehrlich gesagt ein klein wenig mehr Hoffnung, dass wir jetzt wissen, dass die Beta-Länge bis Ende September geht, sodass wir vielleicht noch dieses Jahr in den Genuss von diesem Spiel kommen können, von der Vollversion. Mehr aber dazu vielleicht in den nächsten Videos, wenn sich die ganzen Bilder zum Release dieser Version klären. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Webseite, denn die hat sich so ein bisschen geändert. Ihr seht nämlich, hier wurden jetzt die PS5, PS4 und Steam-Logos hinzugefügt, sind jetzt neben dem Switch-Logo und auch hier oben links finden wir neue Texte, sogar auch auf Deutsch. Geplante Veröffentlichung im Juli, da bleiben sie weiterhin etwas vage, so kennen wir sie ja, aber was haben wir hier stehen? Die Switch-Version kann halt noch bis zum 16:59 runtergeladen werden und kann noch bis zum 30.09. gespielt werden. Also hier wird auch nochmal kurz alles zusammengefasst und ja, das ist, würde ich sagen, alles, was wir jetzt bisher so wissen und dementsprechend wäre ich jetzt auch wahrscheinlich mit diesem Video raus, tatsächlicherweise. In diesem Sinne, ja, was denkt ihr
zu dieser ganzen Angelegenheit? Seid ihr endlich gehypt und könnt ihr euch darauf freuen, dass diese anderen Versionen bald droppen? Oder ganz ehrlich gefragt, ist euch das vielleicht sogar schon zu spät? Kann es für Fußball zu spät sein? Ich bin der Meinung, am besten hätte es geklatscht, wenn sie es, noch zur EM geschafft hätten, dieses Spiel auf anderen Plattformen zu releasen. Vielleicht passiert das aber noch. Ich glaube, die EM endet ja wahrscheinlich irgendwann am 10. Juli oder am 9. Juli. Ich glaube, kurz einen Monat, nachdem die angefangen hat. Ich weiß das genaue Timedate nicht. Vielleicht entscheiden sie sich aber auch bewusst dazu, die Beta nicht in diesem Zeitraum der EM zu veröffentlichen, sondern vielleicht kurz darauf, damit mehr Leute vielleicht wieder davon mitbekommen, weil momentan so gefühlt fast jeder, der irgendwie mit ein bisschen mehr als nur ein bisschen mit Fußball am Hut hat, sich mit der EM beschäftigt und vollkommen im EM-Modus ist. Vielleicht geht euch das ja auch so und wenn sie es tun, ist das für mich auch natürlich ein verständlicher Gedanke. Ich denke mir aber, es hätte auch nicht wehgetan, meiner Ansicht nach zumindest, den Hype auf Fußball gerade zu EM mitzunehmen und nicht dann damit anzukommen, wenn alle keinen Bock mehr auf Fußball haben, weil Sommerpause ist und EM vorbei ist und man sich dann wieder anderen Themen widmet. Aber hey, vielleicht irre ich mich ja auch und Inazuma 11 ist genau dieses Thema. Schreibt eure Meinung sehr in die Comments und ich wäre rausgeschallert. Da haben sie sich wohl.